Herzlich willkommen im Heimathafen Wiesbaden. Wir sind ein Coworking Space und Café. Wir vermieten Arbeitsplätze an Kreative und Selbstständige, schenken Kaffee aus an jedermann und wir wollen helfen, die Kreativszene in Wiesbaden sichtbarer zu machen. Hier im Heimathafen Wiesbaden kann man sich einmieten, indem man einen Schreibtisch mietet, der voll ausgestattet ist. Das heißt, man sitzt mit anderen Coworkern zusammen in einem Raum und mietet hier einen Arbeitsplatz. Den statten wir voll aus und kümmern uns um die technische Infrastruktur, um Drucker, Scanner, Kopierer, WLAN. Das alles ist inklusive. Aber der wichtigste Nebeneffekt beim Coworking ist eigentlich das Netzwerk und die Gemeinschaft, vom kleinen Smalltalk beim Kaffee in der Küche über irgendwelche Projekte, die hier gemeinsam angebandelt oder bearbeitet werden, entstehen ganz, ganz viele Synergien zwischen den Coworkern und es macht auch einfach ein bisschen mehr Spaß, als alleine zu Hause zu sitzen. In unserem Café möchten wir gemäß unserem Namen ein heimatliches Gefühl vermitteln und jeden herzlich willkommen heißen. Bei uns gibt es leckere Sachen zu essen und zu trinken. Dabei ist es uns besonders wichtig, dass unsere Produkte regional eingekauft, fair gehandelt und bio sind. Wenn man durch Berlin-Kreuzberg läuft, habe ich immer so das Gefühl, an jeder Ecke sprudelt die kreative Energie oder jeder bastelt am Facebook von morgen oder gründet ein Startup. In Wiesbaden ist das bisher nicht so mein Gefühl, wenn ich durch die Straßen laufe. Dabei ist eigentlich das Potenzial in Wiesbaden total da. Wir haben 600 eingetragene Kreativ-Design-Agenturen, wir haben eine Hochschule, aus der es Ausgründung geben kann. Aber irgendwie hat diese ganze Szene in der Stadt noch kein Gesicht, weil man nicht weiß, wo man hingehen soll, um solche Leute zu treffen. Und das will der Heimathafen Wiesbaden sein, der will eine Plattform schaffen, dass solche Leute sich hier begegnen. Das machen wir durch Events wie den Donnerstalk, immer am ersten Donnerstag im Monat. Das machen wir über unser Window of Opportunity, das ist eine Art Netzwerklandkarte, die bei uns im Heimathafen hängt. Und das ist eigentlich das Ziel, dass wir in Wiesbaden hier so einen Hub, einen Schmelztiegel für die Kreativ-Web- und Gründerszene schaffen. Neben dem Coworking und dem Café vermieten wir auch Konferenz- und Meetingräume. Das heißt, man kann sich hier treffen für Geschäftstermine, für Workshops, für Seminare und so weiter und so fort. Ist eingebettet in das Kreativnetzwerk vom Heimathafen Wiesbaden und hat hier Räume zur Verfügung, die voll ausgestattet sind, aber ein bisschen mehr Atmosphäre und Charme haben als die typische Hotelkette nebenan. Stündlich buchbar sind bei uns der Seminarraum, in dem wir gerade sitzen. Ist ein relativ großer, schöner, heller Raum für bis zu 25 Personen in Reihenbestuhlung. Und ergänzend dazu im Erdgeschoss ein kleiner Meetingraum. Der ist eher für Hands-on-Meetings, für Brainstormings, Ideenentwicklung, für kleinere Treffen bis zu 5 Personen. Beide Räume sind voll ausgestattet mit allem, was man für ein erfolgreiches Meeting oder Workshop braucht, wie zum Beispiel Flipchart, Moderationsmaterial, Whiteboard, aber auch WLAN und Drucker. Und wer noch mehr Platzbedarf hat, kann auch gerne den ganzen Heimathafen als Event-Location mieten. Thank you.